Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator. Wir sind in der letzten Folge von Hamburg nach Bremen gefahren. Und da bin ich hier auch angekommen, letzte Folge. Und hier warten wieder neue Passagiere auf mich, die ich jetzt noch nach Wilhelmshaven fahren muss. Und die werden wir direkt mal einchecken. Na los. So, er möchte nach Wilhelmshaven. Perfekt, da fahre ich auch hin. So. Ja, bitteschön. Danke ja. Sie. Mahlzeit, bitte sehr. Mahlzeit. Danke sehr. Tag, fahren Sie in meine Richtung? Ach, Moment mal. Tja, das Pech gehabt, ne? Ist der falsche Bus, ne? So, nach Nürnberg. Nein, nicht nach Nürnberg. Oh. Ja, tut mir leid, da fahre ich nicht hin. Hallo, das ist Freund. Ja. Grüezi. Dankeschön. Ja, grüezi. Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Ja. Hi. Hier noch, wollt ihr auch noch mit? Und du hier? Ja, möchtest du auch? Wunderbar, ihr könnt nicht mit, ihr wollt einen anderen Bus nehmen. Dann war's das, dann können wir direkt einsteigen. So, da verriegeln wir wieder alles hier. Dann machen wir wieder unsere schöne Ansage hier abspielen. Hallo und herzlich willkommen so. Bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. So, und dann geht's hier los. Richtig in Fahrt kommend. Hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. So, fahren wir mal kurz hier geradeaus. Einwandfrei. 150 Kilometer haben wir zu fahren. Vor euch findet ihr unsere Bordkarte. Geht ja auch. Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich mal kurz im hier. Einstiegsbereich. Wer kostet ich kann nicht überall halten hier. Da komme ich ja wieder ewig zu spät, wenn ich das mache. So, hier geht's nach rechts. Schaut's doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. So. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd? Was will der mit Verfolgungsjagd? Er möchte doch pünktlich ankommen. Dann meckert er auch, wenn wir zu spät kommen. Also, wie soll ich denn nun fahren? Die können sich auch nicht entscheiden, ne? Die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt. So, hier einmal links. Und profitiert von exklusiven auf flixbus.de stehen täglich so, hat einwandfrei funktioniert. Für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken so, und jetzt geht's auch gleich auf die Autobahn. Eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Werden wir von der Polizei verfolgt? Hello. And welcome to Flixbus. Von der Polizei verfolgt. Das würden Sie schon hören, wenn das Martinshorn erklingt und wir von der Polizei verfolgt wären. Hören Sie irgendwas? Nein, also. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions. So, und da geht's schon auf die Autobahn. Wunderbar. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with. Ach, schon wieder so langsam hier. Mann, sie mal alles aufhalten müssen, die Leute. So, hier müssen wir einmal nach rechts abbiegen. Na, Kurve. Uiuiuiui, uia. Ist das hier so kurvig oder fährt er wie ein Bekloppter? Ja, ach, alles gut. Ein bisschen die Leitplanke geschliffen. Mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Müssen ja nicht mal gleich hier rummeckern. Bisschen Farbe drüber, dann passt das Ganze wieder. Schon wieder diese langsamen Autos hier. Mensch. Wir müssen immer alles aufhalten. Da muss ich extra wieder links rüberfahren für. Ja, 60 Kilometer noch, einwandfrei. Wir liegen auch sehr gut in der Zeit. Okay, hier lagen Blumen.
auf dem Asphalt. Sehr interessant. Sie durch den Asphalt durchgewachsen. Ist ja cool. So, fahren wir nochmal hier rüber. Hier schon wieder Gras. Was mitten im Asphalt ist. Okay. Ist das hier so kurvig oder fährt er wie ein Bekloppter? Ja, fahr wie ein Bekloppter. Ma, kannst gleich alleine fahren. Dann steige ich hier aus. Ah, jetzt kommt hier auch noch eine Baustelle, oder? Ja, 90, ja. Nee, Baustelle ist es nicht, aber ein Tempolimit ist es. Achtung, 120? Warum Achtung? Was ist denn hier? 100? Aha. Entschuldigung. Was macht er? Kann doch nicht wahr sein. Die Toilette ist verstopft. Ja, da kann ich doch nichts für. Bin ich ein Klempner oder was? Dann musst du das mal ein bisschen zurückhalten und warten, bis wir ankommen. Ist ja nicht mehr weit. Mal 21 Kilometer noch. WC kaputt. Klo verstopft. Ja, dann müssen die halt mal ein bisschen aufpassen. Kann ich ja nichts für. Oh, die Kurve. Ei. Das Klo ist defekt. Ja, ich weiß. Da kann ich jetzt gerade nichts dran ändern. Der Bus dreht sich. Ach. Ja, lasst mich doch mal jetzt hier rein. Warum soll man sich also anschnallen? Ja, genau deswegen. Kann ich ja wohl nichts dafür, wenn der Bus einfach so wegrutscht. Der muss irgendwie kaputt sein, dieser Bus. Also ganz komisch. Was ist der Baum hier mitten auf der Straße oder was? Man sollte den Bus mal auf Fehler überprüfen. Hast du den Blitzer gesehen? Ja, was fragst du denn so blöd? Ah, fahren wir hier mal rüber. Ja, dann müssten wir ja auch gleich ankommen. 7 Kilometer noch. So, hier ist schon mal... Jetzt müssen wir ja auch noch drehen. Ach, Mann. So. Hier nochmal links. Na komm, fahr schon. Oh, lass mich hier mal durch. So, dann müssen wir hier vorne mal rechts. Und dann sind wir auch schon angekommen in Wilhelmshaven. So, einwandfrei. War auch eine schöne Fahrt. Wir sind schon da? Ja, genau, wir sind schon da. So, Türen auf. Die Fahrgäste rausschmeißen. Die den ganzen Tag nur rummeckern. So, wie sieht es denn hier aus? Ökonomie, Service, ja, wunderbar. Verkehrsregeln, passt alles, Fahrverhalten. Ja, fast 100% auf der Straße, einwandfrei. Alles klar, Leute, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.